Hallo, Alligator-Farm. Was willst du denn von mir? Habt ihr irgendwelche Comics zu verkaufen oder lohnt es sich, zu euch zu kommen? Ja, im Prinzip lohnt es immer, hier hinzukommen. In erster Linie, aber die Einzigen sind, die noch gepflegten Schund verkaufen und nicht so eine Kunstscheiße. Der ganze Kunstdreck kann unserer Meinung nach kaputt gehen. Zack! Subtile Einblendung von Comics im Hintergrund. Wir wollen wieder, dass Kinder Albträume mit unseren Heften haben und nicht zu Mami und Papi gehen und sagen, guck mal Mama, was für ein schönes Kunstheft ich gekauft habe. Könnt ihr mal die Hefte aufmachen, dass sie nicht nur schöne Covers haben? Jawoll. Weil alle zeigen nur die Covers. Das geht. Moment. Hier fliegt ein WM-Stadion in die Luft. Wir machen aber alles kaputt. Über den Comics machen wir kaputt. Hoffentlich auch den Comic-Salon Erlangen. Und habe ich die Aktie mit zum kaputt machen oder wozu? Hä? Wir gehen weiter, solange wir noch leben. Wenn du 10 Minuten vorbeikommst, kriegst du eine Show. Ja? Den Fans was zu sagen, warum es sich lohnt, zur Inklusion zu kommen. Warum? Weil wir hier reichlich Zeichner, jede Menge Zeichner haben, aus deutschen Landen und Österreich und Schweiz, und da ist die ganze junge Garde vertreten. Alles, was es an Zeichnern gibt, ist eigentlich hier. Kannst mal ein paar Neuerscheinungen hochhalten, dass ich die filmen kann? Hier, diesen wunderbaren Comic, der ist brandneu, frisch aus der Druckerpresse. Lauter! Der ist frisch aus der Druckerpresse, brandneu erschienen. Und der enthält 11 Kurzgeschichten zum Thema Fußball von 11 verschiedenen Zeichnern und Autoren. Und bei allen geht es darum, dass es nicht um Fußball geht, sondern auch um einen verrückten Professor, den Regen und die Kantsche Maxime. Kannst du es ein bisschen aufmachen, dass wir nicht nur das Cover zeigen? Ja, klar. Also wir haben Fußball-Zombies, wir haben Cyber-Schiedsrichter dabei, wir haben Fußballhasen, Fußballhasser, Liebesgeschichten, Putschversuche, Angela Merkel ist auch drin, kleine Kobolde. Habt ihr noch mehr Hefte, wo du auch noch zeigen willst? Ja, natürlich. Wir haben auch noch hier. Versus von Christian Mannenau und Alexander Gellner. Mach mal auch ein bisschen auf. Ja. Und das ist eine... Hey Christian, halt dir das mal vor dem Bauch und blätter es ein bisschen. Dann blättern wir mal. Ja, man sieht halt immer deinen Arm ein bisschen. Es ist besser, wenn er es nimmt, ja, von hinten. Okay. Und dann blättert es. Von unten.
Und das ist halt eine gediegene Superheldenschlägerei. Durch und durch, vierfarbig, volle Action, prämiert. Na, prämiert ist nicht das Heft, sondern Inklusion als solches, insgesamt. Okay. Das habe ich auch schon gesehen. Und es gibt auch noch viel Wissenswertes. Also man lernt auch wirklich was. Nochmal ich. Also, coole Comics, coole Leute. Coole Comics, coole Leute, man lernt was, man sieht was, man kann sich amüsieren. Dann noch ein bisschen die coolen Leute filmen. Auch mit Fußballhut. Okay. Wie viel ist das? Flashbait. Achso, okay. Aber ich weiß, ich schaue den dann auch sofort. Der Abend ist veranstaltet im kleinen Saal ein Mikro-Jinchen-Zeichen-Wettbewerb, bei dem es tolle Preise zu gewinnen ist. Jetzt, beim Anlässstart im kleinen Saal der Mikro-Dojinshi-Zeichenwettbewerb. Es gibt tolle Preise zu gewinnen. Lassen Sie sich das nicht entgehen beim Anlässstart. Vorsicht! Und am Stand von Inc. mit der Standnummer 26 sind wir jetzt Sascha Krämer, der Zeichner der Deutschen Welt. Am Stand von Kiez, dann Nummer 26, beginnt Sascha Krämer, jetzt. Vorsicht, Vorsicht. Meine Damen und Herren, liebe Besucherinnen und Besucher, sollten Sie hier im Eifer... Hallo, Zwölfe! ...in die Stunde etwas verlieren. Geben Sie das? Nein. Sollten Sie es finden, geben Sie schon deine Sie deine einfach am Infostand ab und sollten Sie etwas verlieren, dann so kann ich keinen Geschäft machen. Infostand nach. Vielleicht hat das verlorene Geld jemand abgegeben. Okay, erzähl mal ein bisschen was. Was willst du wissen? Und passen Sie auf Ihre Goodies auf. Warum lohnt es sich, zuerst zum Zwerchfell Verlag zu gehen, bevor man für irgendwas anderes Geld ausgegeben hat? Weil es bei uns die besten Comics gibt. Das ist der einzige Grund, den man wirklich so einfach sagen kann. Wir haben die besten Comics und wir haben dieses Mal Comics mit eigenem Soundtrack dabei. Die CD zum Comic und das hatten wir mal nur in Aber. Aber das war eine Idee von uns. Ich möchte nochmal auf den Vortrag. Okay. Könntest du ein paar Neuerscheinungen in die Kamera halten und ein bisschen aufblättern? Mundkopf von der Katrin Aufgabe, die da drüben sitzt. Eine sehr düstere Geschichte über einen Mann in einer Lebenskrise. Halluzination, Schizophrenie, Wahnsinn, alles in einem Comic. Und eine kleine Vorschau um 15 Uhr im kleinen Saal. Die neueste Ausgabe von dem Genie Wittek. Mit Auspuffmann. Das ist dieses japanische Papierfalten. Also für alle, und natürlich Grün Nummer 8, der Eisenhans und Hänsel und Gretel. Streng nach den Originaltexten der Gebrüder Grimm. Zuckerfisch von Naomi Fern. Feine Geschichten über das Leben in der Stadt. Ein Zeitungsstrip, der in der Stuttgarter Zeitung erscheint. Und den ich in jeder Zeit ans Herz legen kann. Das sind unsere Neuerscheinungen für Erlangen. Wir würden uns freuen, wenn Sie wieder bei uns einkaufen. Okay. Kein Kommentar. Lass sie dich frei rumlassen laufen. Für alle, die einmal ausprobieren wollen, Einführungskurs im Manga-Zeichnen. Irgendwas Bestimmtes, was du brauchst. Hallo Reprodukt. Habt ihr irgendwelche Worte an die Fans? Ihr blöden Säcke! Welche Fans? Egal welche. Kommt her, ist gut. Kann ich ein paar Neuerscheinungen in die Kamera halten? Der Tisch da vorne. Dings, ich möchte nicht nur die Covers filmen, kann ich die ein bisschen aufblättern? Gerne. Weil manche hätten gute Covers und innen drin ist dann nichts los, weißt du? Soll ich die anfangen? Ja? Blätter mal ein bisschen.
Leid und mit dem Wachsen. Bisschen schneller kann ich machen. Soll ja nur ein Überblick sein. Am Infinity-Stand signiert jetzt okay. Staub. Und dann mache ich noch ein bisschen von den Leuten am Stand. Am Stand von Hummelcomic, ihre Erich Köstner-Adoption von der 35. Mai. Eigentlich nicht. Verwirrt nur die Leute. Am Stand von Panini Comics signiert jetzt Oliver Kolke und Stefan Kolke. Vorsicht! Also, irgendwelche Worte für die Fans? Hallo! Hallo Fans! Hat man nicht normalerweise für sowas noch ein oder zwei Leute, die Leute mal die Seite drängen, damit man nicht umgerannt wird? Was ist eure heißeste Neuerscheinung? Das heißeste, das dampft quasi noch. Moment. Das ist ein bisschen arg gegen das Licht. Wenn er es halten würde, wäre es ein bisschen besser. Kein Problem. Kannst du es ein bisschen aufmachen? Ich möchte nicht nur Panels zeigen. Okay, Entschuldigung, ich weiß irgendwie. Magst du es irgendwie gebettet haben oder soll ich irgendwo zwischendurch einfach mal? Ja, einfach mal so, genau. Dass man sieht, dass es nicht nur ein schönes Cover ist. Ja, zeig noch mal was anderes von dem Heft. Ja, kann ich nicht nehmen. Was nehmen wir denn da mal? Ja. Nehmen wir noch mal das hier. Passt auch dann gleich zu dem Cover. Okay, noch mal das Cover, aber ein bisschen drehen. Das Spiegel gerade voll, so ist gut. Falls, senkrecht, doch mal ganz senkrecht. Ganz senkrecht. Genau. Gibt es einen Vortrag von okay. Ich filme jetzt noch ein bisschen, was da liegt auf dem Tisch. Mit dem Thema ja, dann lass uns das Thema, sonst bleibt da jetzt noch einer rüber. Okay. Okay. Oh. Einfach nur, falls Fragen kommen oder so. Ist einfach die Online-Adresse drauf. Gut. Wir sind vor ja, ich bin bei Splashpage dabei. Ah, ja. Ja, okay, dann haben wir es wahrscheinlich. Und ich möchte nochmal auf das kostenlose Ausrun in meinem senkrechten Rathausportale runter. Fahre in den Fahrstuhl in den 14. Stock und laufe wie Spider-Man die Rathausportale hinunter. Das ist ein Aktion vom Kunstsalon und Hügelfeld. Den ganzen Tag und nur heute. Oh, Berühmtheiten. Ja, ich auch. Irgendwelche Worte? Nichts Persönliches. Was Allgemeines? Was Allgemeines? Nee, hier. Unbedingt kommen und so. Hier, oh, ja, gut. Dann gehen Sie zum EHPA-Stand. Ne, da gibt es den Argstein-Teaser kostenlos. Also unbedingt zum EHPA-Stand gehen und Argstein mitnehmen. Und was ist das andere, was auf dem Tisch liegt? Das wenn ist wir schon da sind? Henne. Hab die Henne. Ein herrlicher Spaß. Aber noch und besser ist natürlich Schlicht der Amisch-Junge. Schlicht der Amisch-Junge, das ist Kunst. Kann ich noch zwei, drei Seiten umblättern? Okay. Gut. Man gibt doch nicht mal Geld. Ja,
Immer weiter, weiblich, mutant und hier wieder. Frosch und Kühe. Dünn, böse. Hallo, irgendwelche Worte an die Fans? Ja, kommt, ihr könnt. Wir stellen das ins Internet. Kommt zur UDK, ihr könnt eure Button selber malen. Und irgendwelche Beispiele, wo ihr in die Kamera halten wollt? Jetzt Andreas Alt, der Herausgeber des dienstältesten deutschen Comic-Fansigns. Okay. Jetzt am Fansign-Stand. Andreas Alt. Also, tschüss. Ich tue für Splashpage-Film. Ach so. Botschaft an die Fans? Kauf Horrorschocker. Oder kannst du uns zu deinem Stand führen? Ja, natürlich. Das geht nämlich hier runter. Hier hat man immer eine tolle Aussicht. Gehen wir nämlich am besten mal in die Freibeuter zu. Eine großartige Parade in den Stand. Kann man wahrscheinlich nicht hören, ne? Man muss schon sehr laut sprechen, dass man dich hört. Das ist mir so anstrengend. Aber hier ist die Freibeuter Zone. Da gibt es viele tolle Sachen. Okay, Moment, ich muss hier rüber. Dass wir sind da hinten können. Und wie ich sehe, ist da gerade voll angenommen. Wieder die Erdbeerspange, die hat noch Fahne. Vorsicht. Das würde mir jetzt gerade Winter reichen, also Levin? Kannst du dich mal so präsentationsmäßig aufstellen? Ja, natürlich. Und immer ein Heft nehmen, Cover zeigen und dann aufblättern. Das ist das große, oder? Das ist das neue Horrorschocker extra Album. Der spiegelt zu sehr so. Hier spricht nicht die Stimme. Mein die Stimme ist auf dem Weg zum House Running. Wer sie mal live jetzt sehen möchte, nicht nur hören, und zwar in der vertikalen. So ist gut, blätter so weiter. Rausgehen und an die Fassade gucken. Viel Spaß. Ja, für eine besonders spektakuläre Doppelseite. Okay, was? Nochmal, dass man das Format sieht. Halt es so neben dem Kopf oder so. Halt man sie gar nicht, du bist eben nicht. So, jetzt, okay, jetzt habe ich dich. Gut, jetzt noch ein paar andere Sachen. Ja. Haben wir das neue Horror-Schocker-Heft, extra zur Fußball-WM. Moment. Okay, mach's mal auf. So sehe ich nichts, mehr senkrecht. Ah ja, Entschuldigung, das ist gar nicht so einfach. Das hat einen Fehler. So ist gut. Ja, blätter mal um ein bisschen.
Oh, okay. Noch ein bisschen weiter. Ja, der ist ganz okay. Gott, auch sehr schön. Okay. Also, dann schauen wir uns noch die anderen Freibeuter an. Genau, da wünsche ich viel Spaß. Okay, habt ihr was Neues, was man unbedingt sehen muss? Ah, super, Wochenlange Arbeit schickt er hinterher. Das ist ein Jungzeichen in Deutschland. Die Reifen sind auch ein Exemplar. Das wird ja nicht um. Ja, nicht das ganze Heft. Das wird sonst zu lang. Okay, das ist jetzt gut drauf. Jetzt noch die ganzen T-Shirts. Okay, dann die Leute. Vielleicht noch winken. Okay. Habt ihr was Neues draußen? Habt ihr was Neues draußen? Das ganz große Kinobuch. Zeig's mal, dass ich's will. Nein, Internet, Splashpage. Mach's mal ein bisschen auf, ich möchte nicht nur das Cover zeigen. Unverbrauchten Cartoons in Farbe und Schwarz-Weiß. Darauf hat die Welt gewartet. Okay, noch die Werbebotschaft. Das Teil zeigen, lächeln, Daumen hoch. Okay. Habt ihr was Neues, was die Leute unbedingt sehen müssen? Ja, natürlich. Selbstverständlich. Also einmal haben wir die neuen Werke von Anton Buller. Halt sie mal in die Kamera. Okay, blätter mal ein bisschen um. Okay. Aber das ist nur ein Teil. Jetzt, was habt ihr noch so alles? Dann haben wir natürlich auch einen Daniel Kittel, sein neues Werk. Mach mal ein paar Blätter. Okay. Noch ein bisschen allgemein.
Okay, das ganze Programm. Das sind Originalseiten? Das sind Originalseiten. Sind die käuflich zu erwerben? Das müssen Sie die Zeichner fragen. Der ist nicht gerade da. Bei guten Preisen, ja, aber vielleicht wenn Sie die Karte hier noch. Moment. Das ist die Karte, die man kriegt. Okay, jetzt hier weiter. Sag hallo und hallo. Erst Verkaufstag, rechtzeitig für Erlangen fertig geworden. Wir haben zwei. Schönes Cover. Aha. Moment. Gut. Und jetzt ein paar Insights. Okay, blätter mal ein bisschen. Hallo. Ja, okay. Gut. Okay, jetzt nochmal hallo und Daumen hoch und Kauf. Prima. Hallo, was gibt es Neues bei euch? Ich habe gerade was verkauft. Emily, komm gut. Alles voll. Kann ich die ein bisschen in die Kamera halten? Natürlich. Ich bin von Splash. Wir stellen das dann ins Internet. Das ist Moment. Das Neueste. Emily, okay. Gut. Kannst du auch ein bisschen aufmachen? Ich möchte nicht nur die Covers zeigen. Ja, okay. Weil es gibt ja manchmal, die machen tolle Covers und innen drin ist lausig. Such dir mal was Schönes raus. Okay, da ist Text. Moment, den möchte ich auch noch. Okay. Blätter mal ein bisschen, zwei, drei Seiten. Ja. Acht. Okay. Gut. Okay, reicht's dir? Ja. Alles klar. Also. Und das ist Wieselflink. Oder Achterbahnverlag. Achterbahn. Hallo Elmsfeier. Ich gehöre zu Splashpage. Wir stellen das ins Netz, was ich hier filme. Ja. Also, zeig mal, was ihr Neues habt. Was haben wir Neues? Also seit Leipzig haben wir das Heft. Moment. Okay, blätter es mal ein bisschen auf, dass man sieht, dass innen drin auch gut ist. Das ist etwas schwer zu blättern. Gut, nochmal das Cover. Okay. Und dann haben wir noch diese DVD neu. Eine DVD. Eine DVD. Okay. Hallo, habt ihr was zu sagen zu den Leuten draußen? Was sollen wir sagen? Ich bin von Splashpage, wir stellen das ins Netz. Achso, ja. Ja, Comic-Arte ist ein Gratis-Magazin aus München. Wir haben eigentlich traditionell hier einen Stand. Wir haben auch extra ein neues Heft rausgebracht. Zu Erlangen hat eine Auflage von 10.000 Exemplaren. Kannst du es mal in die Kamera halten? Ja, hat
eine Auflage von 10.000 Exemplaren und wird in München in den Kneipen verteilt. Kann ich mal ein bisschen blättern? Ist durchgehend farbig. So kann ich es schlecht filmen. Halt's mal aufrecht. So. Ist durchgehend farbig? Ja, so. Finanziert sich durch Anzeigen, kostet nichts. Ist ein Konzept, was es schon lange gibt bei Magazinen in allen möglichen Städten. Macht Spaß, darüber haben wir uns auch alle kennengelernt. Wir haben immer einen Stammtisch in München, immer der zweite Mittwoch im Monat in der Kneipe Klenze, in der Klenzestraße 17. Sind alle herzlich eingeladen, wenn es mal nach München verschlägt. Ich betreibe eine Internetseite, die heißt Highlight Zone, da bespreche ich Comics. Ich liefe auch den Comic-Besprechungen zu. Naja. Okay, nochmal das Cover. Einmal das Cover. Das Cover ist sowieso geil. Okay. Comic-Karte, jetzt nochmal du mit einem Lächeln für die Käufer. Mach die U3 und U4. So? Genau. Comic-Karte ist gut. Okay. Wo, hast du das in der Karte von deiner Adresse, von deiner Seite? Ich bin von Splashpage. Ah, Splashpage, ja, da finde ich euch. Super. Mach ich. Dabei. Ich bin heute für Splashpage unterwegs. Ah, gut. Ja, kannst du mal ein paar Neuerscheinungen in die Kamera halten? Jetzt mach mal. Was soll das jetzt geben? Wir stellen das ins Internet. Jetzt? Okay. Und wie soll das jetzt aussehen? Kannst du davor kommen? Und dann? Präsentieren. Am einfachsten ist, du schwenkst einfach mal rum. Dann könntest du ihn noch beim Signieren. Das bringt mehr, als wenn ich irgendwas in die Kamera reinhalte. Die da ist. Das ist ein Spiel. Ich sehe seine Hände nicht. Aber jetzt. Ah, jetzt. Los. Aha. Passt der Teller irgendwie? Ja, passt. Okay. Gut. Hallo, ich bin von der Splashpage. Habt ihr ein paar Worte für die Fans? Wir stellen sie ins Internet. Was soll ich denn sagen? Dass ihr tolle Comics habt zum Beispiel. Halt, so bist du gegen das Licht, so sieht man dich nicht. So. Ja. So. Halt mal ein paar Comics so neben den Kopf und so. Genau. Das eine ist voll. Das andere sind die Monster des Alls. Okay. Thank you.
Stunde ist wieder da. Ich kann dieses kostenlose House Running nur empfehlen. Es macht viel Spaß. Ich werde es auch noch machen heute. Also, lernen es auch nochmal. Der Comic-Salon und Riesenflink sind ein kostenloses House. Oh, Prominenz! Hey, Klaus! Der Eingang ist beim Fahrstuhl zwischen Stand 10 und 15. Da wird 14 Stock durchfahren und zum Fenster raus und ab die Fassade. Ja, machen Sie das. Das hat was. Und es ist nur heute. Gut, so kommen wir wieder zu 7 Stunden. Hallo! Hast du irgendwas zu sagen an die Leute draußen? Bitte meine Bande kaufen! Habt ihr auch ein paar Hefte und so? Halt mal welche in die Kamera! Dieter Karlenbach, der Zeichner von Touring, folgt ab sofort. Jetzt am Das ist ganz wichtig, mach's mal ein bisschen auf. Okay, nochmal das Cover. Und nochmal ein Lächeln für die Fans. Okay, wer ist sonst noch alles da? Thank you.
Alles Mexikaner.